geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben Dienstagvormittag und der Steve hat noch das E-Bike von Thomas. Deswegen jetzt eine kleine Trail-Tour. Wir versuchen uns in der Mitte zu treffen heute, weil euch wird es aufgefallen sein, die Leute, die Auto fahren, tanken ist unbezahlbar und wir brauchen mehr Home-Trails, die man findet. Deswegen gehen wir jetzt auf die Suche und gucken mal, wo wir uns in der Mitte treffen können, dass nicht so ultra weit ist mit dem Bike. Heute wieder auf dem Fokus unterwegs, um ein bisschen Zeit zu sparen, und ab geht's. Leute, ich habe gerade keine Ahnung, wo wir sind. Brüderstraße. Total ungewohnt, vor der Arbeit irgendwie biken zu gehen, wenn man noch später arbeiten muss. Wie geht's euch? Fahrt ihr lieber nach der Arbeit, nur am Wochenende? Wie geht's euch da? Ich habe nicht die Wahl. Meistens habe ich nur am Wochenende Zeit oder halt vor der Arbeit. Unter der Woche, aber anders geht es bei mir gar nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wie das bei euch aussieht. Also Leute, ich glaube, ich habe mich verfahren. Ich bin extra ohne Navi gefahren, weil immer wenn ich fahren gehe, hier in dem Wald, komme ich automatisch dahin, wo ich dem Steve gesagt habe, wir treffen uns. Oh, jetzt muss ich echt gleich gucken, ob ich das Navi anmache. Oh nee. Ja, das kennen wir jetzt hier. Muss ich nur gucken, wo es gleich zum Trail-Eingang geht. Boah, ich hoffe, Steve ist nicht schon so lost. Wartet irgendwo oder fährt mir entgegen. Da klappt ja vorne und hinten nicht dann. Ja, Steve, wenn du das Video siehst und denkst, wo bleibt der da, ja? Ich bin auf dem Weg. Ich bin ein bisschen komisch gefahren irgendwie. Aber ich glaube, jetzt habe ich es gleich. Gut, fahren wir das Ding mal ab, gucken, ob da Bäume liegen, ob die fahrbar ist. Und dann, wenn wir unten sind, muss ich überlegen, wie es weitergeht zum Steve. Gut, dass ich hier so gut Bescheid weiß. Das ist halt einfach immer, ich fahre halt einfach, wenn ich hier in meine Wälder fahre, fahre ich einfach drauf los, ich merke mir gar nicht, was wo ist, weil da irgendwie... Ja, ich fahre halt dann nur, um den Kopf irgendwie frei zu machen. Dann interessiert mich das nicht so. Aber das könnte dem Steve eigentlich Spaß machen hier. Das ist jetzt auf jeden Fall gleich. Das ist halt eigentlich hier oben. Aber da fahren wir halt nicht lang. Weil er müsste den Trail hochfahren. Das macht man ja nicht. Das heißt, ich versuche jetzt hier irgendwie hinten gleich rauszukommen. Ich bin gespannt, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle. Ah. Ich wusste selber nicht mehr genau. Aber krass, dass du es hier reingefunden hast. Was? Gut, dass du es hier reingefunden hast, ey. Leute, wir haben den Zen of Steve gefunden. Und wir gehen jetzt hoch, suchen anderen. Das E-Bike ist so schwer mit einer Hand zu schieben, ich sag's euch. Suchen jetzt einen anderen Weg hoch, weil da hinten ist irgendwie so ein riesen Fluss. Da haben wir gar keinen Bock lang. Deswegen gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwie hier wieder hochkommen. Ja,
jetzt auch einen Sprung rein in die Line. Jump. Ah, irgendwie gruselig hier. Alles so lose. Heck weg. Ich muss sagen, die Bremshebel, die taugen mir schon. Ja krass, der schiebt echt weniger hier, der EP8. Ah, dieser schöne breite Lenker. Digga, das ist schon geil hinten mit dem 27,5er. Digga, das ist ja übelst die Ballermaschine. Ich bin die ganze Zeit so hinter dir. Aber die Bremse, ne? Du bremst nicht. Ich bin kurz erschrocken gerade. Ich dachte, das war's jetzt. Alter. Das ist so crazy, so ein kleines Fahrrad zu fahren. Ist das besser für dich, verspielter? Also es ist verspielter jetzt als das. Krass, für mich ist genau andersrum. Das war ja jetzt die überwitzige Abfahrt. Das ist halt übelst zu weich für dich, ne? Ne, gar nicht. Für den Trail gar nicht. Weil alles gebügelt so. Das war komfortabel gerade. Ja, für mich war echt hart, Digga. Das war so hart. Ja, das glaube ich dir. Aber 27,5er hinten, das sollte ich mir überlegen irgendwie. Ja. Das kommt mir irgendwie entgegen. Irgendwo will ich das. So ein bisschen Anstrengung. Ja. Der technische Segment hier. Denn das Tief ist schon weit voraus. Viele Mountainbike-Spuren hier. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir hier einen Trail finden werden.
Junge, wie schnell ist der runter? Da vorne ist er. Geil, ne? Das war geil, oder? Digga, ich dachte mir, ich habe nur kurz die GoPro angemacht, mal da reingeschlängelt, kurz am Anfang entspannt ein bisschen gelabert und auf einmal warst du weg. Ich dachte, wo ist er lang gefahren? Digga, hier unten ein bisschen Hoffnungsteil wieder. Sollen wir mal gucken, ob wir da wieder hoch zu ihm kommen? Ja, da kommen wir wieder hoch. Sollen wir nochmal fahren? Ja, können wir nochmal fahren. Alter. Oh. Der Steve hier runterballert immer. Da komme ich ja nicht drüber. Ne? Der lässt so runter. Leute, Steve ist jetzt zurück auf dem Weg nach Hause und ich radel jetzt hier hoch. Wir sind jetzt fast bei ihm und ich muss den weiten Weg jetzt nach Hause fahren. Aber ich habe noch genug Akku, also alles easy. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, nachdem ich diese Abfahrt mit Thomas seinem Bike gemacht habe, dass ich hinten auf jeden Fall 27,5 haben möchte und dass ich einen 800er Lenker haben muss. Weil ich fühle mich viel sicherer auf so einem 800er Lenker als auf dem 780er. Und ja, also den muss ich auf jeden Fall wechseln. Und halt, ja, anderes Laufrad hinten. Wenn ein bisschen Kohle da ist wieder, Zement, alles ultra teuer, Leute. Krank einfach. Dann steht das auf jeden Fall auf dem Plan. Ja, ich glaube, der Steve hatte mega Spaß. Ich auch. Es war cool, rauszukommen. Ich muss sagen, das Biken ist momentan das Einzige, wo ich echt von dem ganzen Shit in der Welt, Job, alles einfach richtig abschalten kann. Ich glaube, so geht es uns allen. Und das ist auch der Grund, warum wir das Biken alle so lieben. Das ist einfach mega. Weil du kannst auf dem Trail, du kannst nicht an irgendeinen Blödsinn denken. Du kannst nicht dran denken, was es gerade für Probleme in der Welt gibt oder sonst wo oder bei uns selber. Es geht halt einfach nicht. Und das ist das, was mich richtig süchtig macht. Und dafür brauche ich nicht mal irgendeinen Roadgap springen oder sowas, sondern dafür reicht einfach eine Tour im heimischen Wald. Wenn dann noch die besten Freunde mit dabei sind, ist es der größte Luxus überhaupt, ey. Mega einfach. Ja, Leute, ich radel jetzt nach Hause. Das Wetter ist mega. Soll noch wärmer werden. Ich freue mich auf mehr Sessions. Abonnieren nicht vergessen. Würde mich mega freuen. Daumen nach oben. Das supportet mich, bringt mich weiter und ist für euch echt wenig Aufwand. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ich danke euch. Bis bald. Ciao, ciao.